Hallo MOBA-Freunde. Ja, weiter soll es gehen heute bei mir. Was habe ich gemacht? Ich habe weitergebaut an dem Modul. Das heißt im Einzelnen, ich habe, wo die Tunneleinfahrt ist, habe ich die Felsen weiter ausmoduliert, die ganze Felswand, wo später das Sägewerk entstehen wird. Ich werde euch zeigen, wie ich die nochmal farblich behandle. Oder besser gesagt, wie ich sie farblich kolorieren werde. Aber erstmal zeige ich euch, wie ich die im Rohbau modelliert habe. Ja, so schaut die ganze Geschichte jetzt aus. Das ist ja dann die Tunneleinfahrt, die ihr kennt. Dann kommt hier ein Felsen. Ihr schließt ja dann später das Modul ab. Hier geht es dann rüber zum nächsten. Dann geht es hier weiter an diese Felswand, ne? Bis es dann da hinten an der Brücke endet. Ja, die ganze Geschichte werde ich jetzt erstmal farblich behandeln und da lasse ich jetzt einfach mal die Kamera mitlaufen. Ja, ich nehme ganz normales dunkleres Mausgrau. Das habe ich mir zusammengemischt mit Schwarz und Weiß und dann 1:5 vertint. Ja, dann kann man das ohne Probleme jetzt auftragen. Ja. Ja, nachdem das alles grau grundiert wurde, sieht die Sache jetzt erstmal mehr oder weniger so aus, ne? Jetzt geht es natürlich weiter. Jetzt werde ich noch ein paar Ockertöne für Eisenablagerung und so weiter setzen, ne? Ja, ich werde einen Karamellton wie immer, also das letzte Mal, und diesen Ockerton für Kalkablagerung benutzen, ne? Ja, dann habe ich die restlichen weißen Flächen, was mal Gräser, Wiesen, Büsche und so weiter werden soll, braun grundiert, das kann ja nicht schaden, ja. Dann ist einmal alles grundiert, weil grundieren muss ich dann später sowieso, bevor die Gräser entstehen. Ja. Jetzt kommt dann dieses Washing über den Felsen, dann wird es garniert, dann sollte es eigentlich fertig sein, dann können wir weiter mit den Gräsern arbeiten. Ja, weiter geht's jetzt mit dem Lasieren. Dazu habe ich mir wirklich sehr wässrig schwarz und braun so einen Umbraton angemischt. Den trage ich auf, lasse ihn kurz anziehen auf die komplette Fläche. Dann werde ich sofort mit einem Schwamm und Wasser wieder runterwischen. Das ist dann wirklich nur die einzelnen Fugen liegen bleibt, ne? Thank you.
das alles jetzt mit dem Washing durchgetrocknet ist, werden wir jetzt anfangen mit Garnieren. Ich zeige euch das kurz, wie ich das mache mit den Garnieren. In einem Video habe ich es ja schon etwas ausführlicher mal gezeigt. Jedoch denke ich mal, das ist vielleicht für den nochmal sehr hilfreich, wie man was machen kann. Ne? Nehmt es nicht zu viel, weiß, hellgraue Farbe erstmal. Lieber dann nochmal drüber gehen, weil zu viel sieht irgendwie. Also ich bin der Meinung, es sieht dann irgendwo noch nichts. Das sieht dann nur so gekleckst und nicht so gut aus. Ne? Nehmt einfach die weiße Farbe, nehmt die Pinselspitzen, macht sie mit weißer Farbe und dann tupft ihr alles zum Beispiel auf eine Pappe ab, bis der Pinsel fast keine Farbe mehr hat. Und dann eigentlich mit, erst zum Anfang mache ich es immer so, erst mit wenig Druck, ne? Und dann je nachdem, wie stark ich das ganze Schicht und dann mal so längst und seht ihr, längs und quer wische ich die ganzen Felsen drüber und jetzt der eine oder andere wird sich wird gedacht haben, diese Ockerflecken, das sieht ja komisch aus, aber ich glaube, man sieht es jetzt, dass dies jetzt eigentlich erst richtig zur Geltung kommt, das sind dass man dann die Kalkablagerung bisschen durchschimmern sollen, ne? Wie es eben so Felsen und Bergen eben ist, wenn man sich mal in der Natur etwas umschaut. Natürlich will ich 1:1 umsetzen, ist ja, brauchen wir nicht drüber reden, ist ja, will ich und nicht, bin ich kein Typ dafür, aber so etwas soll die Sache schon sein. Ja. So sieht die Sache jetzt bei mir nach dem vollständigen Garnieren aus. Ja. Jetzt wird es wohl so sein, dass man jetzt anfangen kann, die Mauer zu gestalten, farblich. Und diese braune, alles was braun grundiert ist, wird wohl dann Gräser und Büschen entstehen langsam. Ja, Moba-Freunde, jetzt habt ihr gesehen, wie ich die Felsen mache. Jetzt zeige ich euch noch, was ich mir meine kleine Neuanschaffung, was ich mir Neues auf der Anlage auch mal zu sehen bekommt. Und zwar ist das eine Taucherbrille von Rocco. Und zwar in dieser Farbvariante der tschechischen Staatsbahn, sage ich mal. Ne? Ja, die zeige ich euch jetzt noch. Dann werde ich noch einen kleinen Test auf die Anlage machen. Dann schauen wir mal. Ja, also ich persönlich. Mir gefällt irgendwie die Lok, die hat mich irgendwie schon immer mal gereizt. Jetzt habe ich sie mir einfach mal geholt. Man sieht ja auch bei dem Modell bei Rocco, dass da ganz viele kleine Details verbaut wurden. Freistehende Griffstangen und so weiter. Hupen und so was, also nicht Hupen, Signalhörner liegen der als Zugriffsteil noch bei. Man kann die, wenn man nur, also wenn sie nicht zum Rangieren gedacht ist, kann man die Kupplung komplett entfernen und kann hier, liegt auch bei, eine Schürze tauschen, dass man diesen Kupplungsschacht dann nicht sieht.
Ja, jetzt werde ich die Lok, die ist voll digital. Ich werde sie euch noch auf der Anlage kurz zeigen. Ja, Mowa-Freunde, das soll es für heute von mir gewesen sein. Ich weiß noch nicht, vielleicht kommt noch ein Video im Dezember, ich weiß noch nicht. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch allen einen schönen ersten Advent. Also bis zum nächsten Mal. Servus.